Eulen gehören zu den faszinierendsten Vögeln überhaupt. Hast du dich jemals gefragt, welche geheimnisvollen Jäger der Nacht in unseren Wäldern oder Siedlungen lauern? Vom süßen Steinkauz bis zum mächtigen Uhu. Unsere heimischen Eulen sind faszinierende Vögel, die voller Überraschungen stecken. In diesem Video lernst du unsere heimischen Eulen und ihren Gesang genauer kennen. Starten wir mit dem Uhu. Mit einer Körpergröße von bis zu 67 cm sind sie die größten heimischen Eulen. Sie sind kräftig gebaut, gut getarnt und haben dunkle Federohren, die sie auch anlegen können. Sie brüten in Steinbrüchen, an Felswänden und immer mehr auch in Städten. Mittlerweile gibt es wieder über 3000 Brutpaare des Uhus in Deutschland. Ein großer Erfolg des Artenschutzes. Uhus rufen zur Balzzeit ihren Namen, gerne im Duett mit dem Weibchen, welches etwas höher ruft. Der Waldkauz ist in vielen Teilen Deutschlands die häufigste Eule. Die 40.000 bis 75.000 Paare der mittelgroßen Eule brüten überwiegend in Baumhöhlen in Wäldern. Sie ernähren sich von Mäusen, die sie im lautlosen Flug fangen. Waldkäuze sind bestens getarnt und singen eine schaurige Strophe, die Teil von vielen Krimis ist. Neben dem Gesang hört man auch einen Ruf, das sogenannte Komm mit, sehr regelmäßig. Die Waldohreule ist mit 25.000 bis 40.000 Brutpaaren die zweithäufigste heimische Eule. Anders als ihr Name es vermuten lässt, brüten sie gerne in Baumgruppen, auf Friedhöfen, in Gärten und an Waldrändern. Sie werden bis zu 37 cm groß und haben eine lange, dünne Gestalt mit großen Federohren. Zur Balz gehören Gesänge und das typische Flügelklatschen des Männchens. Im Spätfrühling und Sommer hört man die Jungvögel herzzerreißend um Futter betteln. Die Schleiereule ist eine bekannte und mittelgroße Eule. Die hellen Vögel mit dem auffälligen Gesichtsschleier sind Kulturfolger und brüten gerne in Scheunen und Kirchtürmen in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Etwa 15.000 bis 25.000 Brutpaare gibt es in Deutschland. Die streng nachtaktiven Eulen sind eher zu hören als zu sehen. Zu ihren Lautäußerungen gehören quietschende Schreie. Der Steinkauz ist eine kleine, kräftige Eule, die gerne in Obstwiesen und anderen offenen und halboffenen Landschaften vorkommt. In Deutschland gibt es etwa 7.500 bis 8.500 Brutpaare, die vor allem in West- und Süddeutschland vorkommen. Man kann sie häufiger als andere Eulen sehen, da sie zum einen manchmal tagaktiv sind und zum anderen gerne an exponierten Stellen tagsüber schlafen. Manchmal sitzen sie dann in Bäumen oder auf Holzstößen in der prallen Sonne. Ihr Gesang hört sich so an. Wechseln wir nun wieder in den Wald. In strukturreichen Nadel- und Mischwäldern kommt der 15 bis 19 cm kleine Sperlingskauz vor. Vor allem die Mittelgebirge und die Alpen sind sein Lebensraum. Auch in den ausgedehnten Wäldern im Flachland kann er angetroffen werden. Sie brüten in Baumhöhlen, die gerne auch vom Buntspecht gebaut worden sind. Die teilweise tagaktiven Kleineulen jagen am liebsten kleine Singvögel und Mäuse. Etwa 3.400 bis 6.000 Brutpaare leben in Deutschland. Ihr Gesang ist ein weiches Pfeifen, was bis zu einem Kilometer entfernt noch gehört werden kann. Ebenfalls in Misch- und Nadelwäldern ist der Raufußkauz heimisch. Die bis zu 27 cm großen Eulen sind streng nachtaktiv und jagen überwiegend Mäuse. Sie kommen überwiegend in den Bergwäldern vor. Etwa 3.000 bis 6.000 Brutpaare kommen in Deutschland vor. Durch die helle Augenfarbe und den Gesichtsschleier haben sie einen erstaunten Gesichtsausdruck. Ihr Gesang trägt in stillen Nächten mehrere Kilometer weit und hört sich folgendermaßen an. Die Sumpfeule ist eine seltene, bodenbrütende Eule.
Sie kommt auf Heideflächen, in Mooren und auf extensiv genutzten Wiesen vor. Keine 50 Brutpaare sind in Deutschland noch zu finden. Im Herbst und Winter kommen weitere Sumpfeulen aus Skandinavien und Osteuropa zum Überwintern dazu, sodass man dann bessere Chancen auf eine Sichtung hat. Bei ihrer Jagd auf Mäuse sind sie teilweise auch tagsüber zu beobachten. So hört sich das singende Männchen an. Die Zwergeule ist eine eher mediterrane Eulenart, die sich ganz langsam auch in Deutschland ausbreitet. Mit etwa 20 cm Körpergröße sind die winzigen und streng nachtaktiven Eulen eher zu hören als zu sehen. In offenen Wäldern, einzelnen Baumgruppen und Obstwiesen hört man mit viel Glück den monotonen Gesang. In Südeuropa sind sie häufig auch in der Nähe von Campingplätzen zu hören. Der Habichtskauz war in Deutschland bereits ausgestorben und wurde im Bayerischen Wald wieder eingeführt. Die mächtigen Eulen mit dem gelben Schnabel werden bis zu 60 cm groß und jagen Mäuse, Amphibien und Vögel bis zu einer Größe von Waldkäuzen. Damit solltest du nun alle in Deutschland und Mitteleuropa vorkommenden Eulenarten kennen. Schreibe gerne mal in die Kommentare, welche Eulenarten du bereits entdecken konntest. Schau dir außerdem gerne dieses Video hier an. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.